Als Holger Stanislawski Trainer in Köln war, spielte der FC in der zweiten Liga. 4 Jahre ist das her, doch man vergisst leicht, dass der FC erst 2014 wieder aufgestiegen ist. Denn seitdem geht es stetig und steil nach oben. Der FC im Herbst 2016 ist ungeschlagener Tabellenzweiter. Kein Wunder, dass die Stadt euphorisiert ist. Im Moment ist alles rot-weiß, das steht außer Frage. Wenn du in Köln gewinnst, ist die ganze Stadt glücklich und froh. Wenn Köln verliert, dann kann es schon mal unangenehm sein in der Stadt. Aber diese Stadt lebt den FC einfach. Das ist Dom FC, das gehört zusammen. Und dann kommt der Karneval noch oben drauf zu seiner Zeit. Das gehört einfach so zusammen. Und das ist schon herausragend zu sehen, wie die Leute da auch mitfiebern. Vor allem Stürmer Anthony Modest hatte Stanislawski angetan. Er soll den FC im Spitzenspiel gegen den Überraschungsvierten aus Berlin zum Sieg schießen. Er kann den Ball, glaube ich, im Moment nach hinten schießen Richtung eigenes Tor und er schlägt trotzdem beim Gegner ein. Stanislawski verfolgt seinen Ex-Club genau. Die Entwicklung für ihn kein Zufall. Nach dem Abstieg damals, da durfte ich im ersten Jahr, habe ich da ja noch ein bisschen mitgewerkelt. Da wurde ja sehr viel verändert. Da haben wir über 40 Transferbewegungen gehabt und jetzt wurde wirklich moderat immer diese Mannschaft weiterentwickelt. Sie haben sich in ihrer Art, wie sie Fußball spielen, weiterentwickelt. Sie haben einen Top-Manager dazu bekommen, der, glaube ich, auch weiß, wie er mit dem Umfeld umgehen muss. Ganz wichtig. Und ich glaube, dass das alles ein Zeichen ist für eine sehr, sehr ruhige, sachliche und positive Entwicklung. Die Ruhe im eigentlich traditionell nervösen Umfeld des Vereins, für Stanislawski der Schlüssel zum Erfolg. Das Duo Schmadtke und Stöger konsequent und tiefenentspannt. Anders als die Betreiber eines Kölner Wettbüros. Die haben nämlich im Sommer eine Meisterwette angeboten und haben jetzt Angst, dass der FC wirklich den Titel holt und sie über 2 Millionen Euro auszahlen müssen. Peter Stöger nimmt die Sache mit Humor. Ja, logischerweise darf ich nicht wetten. Wenn ich wetten würde und auf der sicheren Seite sein möchte, würde ich diese Wette nicht platzieren. Aber es überrascht mich eher, dass es relativ wenige Menschen sind in Köln, die diese Wette so platziert haben. Da kommen noch einige, fürchte ich.